Hallöchen, meine lieben Taschenmonster, hier ist wieder euer Mr. Nerd, der Nerd vom Dienst von Kanal Inside Gaming. Ja, und der wohl nerdigste YouTuber, den ihr hier finden könnt. Und ja, das ist jetzt eine Solo-Folge. Mir ist etwas dazwischen gekommen. Und das, was dazwischen gekommen ist, heißt Battlefield 4 Open Beta. Mein Kumpel Kurito, beziehungsweise mein bester Kurito, der spielt das auch gerade noch und da er Familie, also Frau und Kinder hat, nehmen wir heute Abend um 21 Uhr auf. Jetzt ist es gerade 5 nach 4, wo ich das aufnehme und ich bitte um Entschuldigung, dass es doch kein Wochenende wird, wie ich angekündigt hatte, wie es letztes Mal auch war, nämlich, dass es halt ein, ja, LPT-Sonntag wird. Also morgen wieder Minecraft Pixelmon und ja, ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Tut mir leid, ich ja, habe mich ein bisschen überschätzt mit Battlefield 4 und es macht einfach nur Fun und das hat mich ziemlich abgelenkt, wenn ich ehrlich sein darf. Aber jetzt, ja, ich habe ja in 950 Meter Entfernung, Lapras markiert. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt hinlaufe und mir das hole oder ob ich einfach euch noch ein paar Pokekämpfe zeige. Ich will hier erstmal kurz hoch, um zu gucken, was ich in meinen Truhen habe. Ja, ihr seht, das ist mein Haus. Die Quips-Folge, da schreibe ich noch das Quip, weil ich zwar nicht so viel zu zeigen habe, aber mir ein bisschen mehr Mühe geben möchte als letztes Mal mit Kuritos Haus. Und ja, es wird noch ein bisschen dauern. Ein bisschen. A kleines bisschen. Also da braucht ihr euch keine Sorgen machen und ich bin gerade am gucken. Bam bam, Dusk Ball, Timer Ball, Level Ball. Erstmal hier, zack, die Steine auslagern, die ich hier habe und da Steine herstellen. Wenn ich jetzt meine Werkbank finde. Nee, ich gehe erst einmal schlafen. Es ist dunkel geworden. Mein Futurbett. Und gute Nacht. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ja, jetzt geht's weiter. Gut geschlafen. Fit für den Tag. Ihr seht bestimmt an meiner linken Bildschirmseite, dass ich meine Pokémon allesamt auf 44 trainiert habe. Das habe ich deswegen gemacht, damit ich mit Kurito ein bisschen auf einer Höhe bin, weil er ja so schön gespielt hat, dass er schon höher ist als Icke. Und damit die Kämpfe ein bisschen ausgewogener werden, die ich in der nächsten Episode mit Kurito euch zeigen werde, habe ich mal gedacht, trainiere ich mal offscreen. Und mir fällt hier gerade auf, da habe ich noch nichts an der Wand. Gut. Gut, dass wir hier sind. Das ist schön. Und jedenfalls, es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr spaßig. Jetzt haben wir den Leafstone. Haben wir zwei Leafstones sogar. Gut, dass man so viel abbauen kann. Und ich mache mich jetzt einfach mal auf den Weg. Ich mache die Türen aber überall zu. So. Na komm. Damit keine Pokémon in meine Bude rennen. Und jetzt muss ich mal kurz in das Haus. Diese kleine Butze gehört einem anderen Kumpel von mir. Auch ein anderer YouTuber. Der hat die Werkzeugtruhe für ja, uns, für mich und Kurito offengestellt. Also sprich, dass wir ran dürfen. Und dementsprechend hat er uns auch schon ein paar Werkzeuge hingebaut. Ich kann es euch ja mal ganz kurz im Überblick zeigen. Es ist ziemlich... Was hat er denn da drin? Achso. Ja, es ist ein ganz gemütliches kleines Häuschen ohne großen Schnickschnack. Nicht so wie Kurito oder wie ich. Und das werde ich auch noch in einer Quips-Folge vorstellen. Da muss aber derjenige YouTuber natürlich erst einmal Zeit haben. Weil er ja auch halt, naja, Zeitprobleme manchmal hat. So, jetzt laufe ich nochmal. Ja, suchen wir jetzt. Diese Folge ist jetzt im Zeichen von Vertania City. Wie ihr seht, habe ich hier schon die Route 1 angefangen. Das Bäumchen steht im Weg. Das muss weg. Die Blätter fallen auch gleich weg.
Nee, die nicht. Da ist ja auch noch ein Bäumchen. Komm her. So. Ja, ist denn unter meinen Abonnenten auch jemand, der zum Beispiel Battlefield 3 oder auch Teil 4 spielen wird? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir dann überlegen, ob ich auch mal mit meinen Abonnenten zusammenspielen möchte. Momentan, ich bin halt noch nicht so gut. Battlefield hat mich so genommen nie interessiert, da hat Kurito mich drauf gebracht. Also ich übe noch, vielleicht habt ihr ja irgendwann mal Lust, gemeinsam mit eurem Mr. Nerd zu spielen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und ich glaube, wir fangen uns... Nee, ich habe kein Pokémon mehr auf der Höhe, da muss ich erstmal gucken, ob ich irgendwie ein anderes hole, anderes aus der Bank hole. Ah, zack. Ich will hier runter. Ich will mal starke Pokémon. Ich will starke Pokémon. Yeah. Ei, das tat Gott sei Dank nicht weh. Ah, großer Fukano und kleines Fukano. Das kleine ist sogar stärker. Seal. Hm. Oh. Das ist doch schön. Das ist ja. Da haben wir ein Primeape. Und ein Level 36er, Diogon. Den nehmen wir uns erstmal. Ja, das war natürlich sehr schlau von mir. Ich nehme meinen Pika. So. Au, oh, jetzt hat er einen Schlag abbekommen. Mann. Thunderbolt. Schnell wechseln, so. Aua! Excessor. Und den Razorwind. Und schon haben wir es gefangen. Your Skiter, your Pikachu und your Charizard gained 1507 XP. Das war gut, auch wenn mein Pikachu fast am Popo ist. Fast im Popo ist so. Fast im Arsch, falls jemand meine Sprache nicht versteht. Und jetzt laufen wir einfach weiter. Ja, jetzt bin ich total aus der Route runter. Weil ich will jetzt nächste Folge mit Kurito Vertania City anfangen zu bauen. Und dementsprechend, wo ist Alabastia? Da ist Alabastia, also dürfte hier irgendwo die Route sein. Aua! Da hau ich einfach gegen Mikrofonständer. Das kriegt auch nur der Nerd hin. Und, ja, Vertania City. Ein Gengar. Nee. Gastly. Deutsch. Oh, shit. Jetzt fehlt mir der deutsche Name für Gastly. Also Gengar ist die Weiterentwicklung, das weiß ich. Wo es ja übrigens jetzt auch Mega-Gengar geben wird. Ein Mega-Gengar. In X und Y, wo es jetzt nur 7 Tage sind. Darum das Wochenende 11., 12., 13. Beziehungsweise 12. und 13., wo wieder Pixelmon-Wochenende gewesen wäre. Werde ich wohl vorproduzieren, weil ich da nämlich mir die volle Pokémon X und X und Y-Ladung mit Kurito zusammengeben werde. Weil wir uns das zusammen holen, zusammen zocken und aua. Uns dementsprechend auch gegenseitig helfen werden. Naja, eigentlich wird er mir helfen. Ich bin leider Gottes schon zu lange aus der Materie raus. Und das wird sehr schön. Da seht ihr, ey, wir sind bei Alabastia. Wir sind wieder bei Alabastia. Das Bäumchen ist weg. Da ist ein Äpfel und ein paar Saplings. Noch ein Sapling. Noch ein Sapling. So, Also hier kommen wir zu Alabastia. Dann müssten wir da lang. Ich glaube, das wird ein Terraforming-Akt. Ich habe übrigens mir auch ein schönes Highlight ausgesucht. Das wird ein bisschen Crafting-Arbeit von mir verlangen, denn ich werde Alabastia gebührend eröffnen als Stadt. Und da werde ich mir besonders Mühe geben, offscreen, so in 1-2 Tagen Vorbereitungszeit, bevor ich eine
Folge raushaue, à la Bastia zum Bewohnen freigegeben. Denn, ja, ich will euch nicht spoilern, wie die Überraschung aussehen wird, aber die wird nachts spielen. So viel sei ich verraten. Und das wird extrem viel Zeit zu mir nehmen, wenn ich nicht die ganze Zeit irgendwie an Battlefield 4 hänge. Die Beta läuft ja bekanntlich nicht flüssig, aber komischerweise bei mir mit 20 Frames annehmbar. Aber ich glaube, ich kann noch ein paar Frames mehr rauskitzeln. Muss ich mal gucken. Ist ein kleiner Teich. Ich glaube, hier ist ein guter Platz. Zwar Terraforming en masse nötig, aber das ist ja keine Schwierigkeit. Hatten wir ja bei Alabastia City auch. Jetzt muss ich hier mal runter, mir die Gegebenheiten anschauen. Zack, 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 zack. Ja. Also nicht da am Wasser, aber hier. Ein Trainer mit einem Pikachu hinten drauf. Da ist auch... Ah, hier ist Wald. Hier ist überall Wald. Und da hinten ist erst Wasser. Das ist der Platz, den ich will. Zwar Terraforming wieder, aber Terraforming macht Spaß. Und Terraforming mache ich ja im Creator-Modus, damit es ein bisschen schneller geht. Und dementsprechend... Vertanias. City. So, hier wird Vertania City entstehen. Und ja, das wird unser nächstes großes Projekt, weil Alabastia ist soweit fertig. Professor Eis Labor steht. Rot und blaues Haus steht. Mein Haus steht. Kuritos Haus steht. Und ja, wir haben uns soweit eingelebt. Wir haben unsere Basis dort. Ich lande auf dem Baum und tu mir weh. Klasse. Und das war's. Also mehr kann ich da in Alabastia City nicht machen. Eine Pokémon-Arena hat es nicht. Das haben wir hier. Moment. Ah, da. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier erstmal hoch. So. Wir haben eine kleine Kampffläche hier hingebaut. Für unsere Pokémon-Kämpfe. Das waren teilweise... Was ist da in der Truhe drinne? Huch! Huch! Hier habe ich ja was drinne, du. Oh, Mann. Alles mitnehmen. Ist alles wertvoll. Naja, die Federn brauche ich nicht unbedingt so. Okay. Weil... Ja, Kurito und ich uns gedacht haben, wir brauchen eine Arena. Einfach in einer... Landschaft rumkämpfen ist blöd. Und wir haben zuerst daran gedacht, halt zu überdachen. Vielleicht wird es noch überdacht. Ich muss mir da noch was überlegen. Und jedenfalls, wie ihr seht, ist die Kampffläche in Form eines Pokéballs gebaut. Das war eine zeitintensive Sache, die uns hier und da ein paar Nerven gekostet hat. Erstmal die Form richtig hinkriegen, die Form beibehalten. Er hat sich hier keine Truhe hingestellt. Schade. Vielleicht hätte ich ja Kurito ein bisschen plündern können. Ja, zurück nach Alabastia. Es wird Nacht. Und ich möchte diesmal keine allzu lange Folge raushauen. Darum versuche ich mit meiner Endcard zusammen auf 15 Minuten zu bleiben. Und dementsprechend gehen wir jetzt nochmal durch die Stadt, beziehungsweise Rotshaus habe ich euch in einer meiner, ja, vor zwei Episoden gezeigt. Und ich habe Blaushaus gemacht, wo wir jetzt gerade drinnen stehen. Nahezu identisch mit Rotshaus. Hier die kleine Sitzecke. Da hier das kleine Wohnzimmer. Wer sich nicht schon immer gefragt hat, wo schläft Rots oder Blaus Mutter? Das Haus hat nur zwei Etagen und oben ist das Kinderzimmer. Teilen sich Mutter und Sohn das Bett zum Schlafen oder was? Naja, hier jedenfalls der PC, wo ich meine Pokémon, die Evoli, in eine Reihe gepackt habe. Mr. Mime,
Ich sollte vielleicht ein kleineres Pokémon fürs Fangen mitnehmen. Ja, ich habe Archaeopteryx oder Archaeopts, wie es heißt. Und ich nehme Mankey mit als Kampf-Pokémon für die Niederstufigen. Und ja, hier haben wir einen mega krassen, mega flachen LCD-Fernseher mit Notenblock. Das. Ja. Musik. Jedenfalls, was als Konsole fungieren soll. Und hier haben wir das Bett, wo wir uns jetzt auch reinlegen. Zweite Mal schlafen in einer Folge. Das ist schick. So. Weiter geht's. Jetzt gehen wir unser. Oh, Pikachu ist jetzt. Ah, die heilen sich ja selber. Stimmt ja, wenn sie mal schlafen. So. Ich stelle mich dementsprechend in dieser Folge mal nicht ins Pokémon Center, um euch zu verabschieden. Nämlich versuche euch einen schönen Blick auf Alabastia zu geben. Ich glaube, ich komme sogar so hier auf Bäume rauf. Oder auch nicht. Doch hier. Alle, hopp, hopp, hopp. Das muss weg. Hier haben wir keinen guten Überblick. Ach, da hinten das Pokémon Center müssen wir auch noch abbauen. Lol. Jedenfalls mit einem Schwenk von Blaues Haus über Alabastia. Das war Arbeit en masse. Ihr habt es ja mitbekommen. Erstmal die Landschaft suchen etc. Das war nervig, aber es hat auch Spaß gemacht. Und ja, mit dem Blick auf das Pokémon Center, was eigentlich gar nicht existieren dürfte im Alabastia, aber das ist ja Mr. Nerds Welt, da passt das schon. Ja, verabschiede ich mich von euch, meinen lieben Taschenmonstern. Danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Entschuldigt nochmal, dass es keine LPT-Folge heute am Samstag kommt, nämlich erst später, am Sonntag. Und ja, bleibt mir nerdig, bleibt mir treu, gebt dem Video ein Däumchen nach oben, wenn ihr meint, es hat euch gefallen. Schreibt in die Kommentare bitte. Ich möchte mal was in den Kommentaren stehen haben. Es gibt einige treue Kommentatoren. An der Stelle ein Gruß an das Tweely. Die immer was reinschreiben und das wünsche ich mir von meinen restlichen Abonnenten ebenfalls. Damit ich weiß, was habt ihr an mir auszusetzen, an den Folgen, an dem, was ich mache. Ich muss wissen, was ihr feiert oder was nicht. Ich will mich ja verbessern. Und an dieser Stelle jetzt. Ja, bleibt nerdig auf dem Weg zum Pokémon-Meister. Behaltet eure Cappy immer fest auf dem Kopf und den Kopf auch passend nach oben. Bis zum nächsten Mal, meine Leute. Ciao. Ja, und in der nächsten Let's Play Together Folge mit meinem besten Freund Kurito geht es dementsprechend jetzt an Vertania City. Den passenden Platz haben wir bereits gefunden. Er wird mir beim Bau helfen. Und was das hier ist, brauche ich gar nicht mehr zu erwähnen. Links geht es zur letzten Minecraft-Pixelmon-Folge. Rechts geht es zur letzten Saints Row 4-Folge. In der Mitte können neue Zuschauer mich abonnieren. Das kostenlos. Ich bin euer Mr. Nerd und sage dann mal, bleibt nerdig.